Joa, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Garagengedöns. In der heutigen Folge gibt's einen Lüfter für den Motor vom Hoverbike, damit der aktiv gekühlt wird. Ach, herrlich Leute, richtig geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Endlich geht's weiter am Hoverbike. In der letzten Folge haben wir uns ja um die Zündung gekümmert, sprich wir haben die beiden Kippschalter an die Zündung angeschlossen, um den Motor an- und ausmachen zu können. Ein Kippschalter ist noch unbelegt und genau da kommt jetzt ein Lüfter ran. Dafür habe ich wieder wunderschöne Sachen eingekauft und die Pakete öffnen wir jetzt erstmal mit dem Simson SR50 Schneemobil. Richtig geil. Es muss nicht immer die Flex, der Meterstab oder ein Pleuel sein. Auch damit kann man Pakete öffnen. Ja, und wie ihr seht, waren in den Paketen einmal ein Lüfter, der hier auf den Schalter gelegt wird. Und ich mache hier kurz mit dem Schnipptrick mal alles auf, damit wir ordentlich rankommen. Und ein Thermometer mit digitaler Anzeige, um dann nachher auch den Motor überwachen zu können. Und um das alles anzuschließen, geht es jetzt erstmal in die Katakomben der Werkstatt, um die geeigneten Kabel zu finden. Das hier ist richtig geil. Runter zum Hoverbike und dann müssen wir auch wieder runter. Nach einem gekonnten Sprung von der drittletzten Stufe erstmal am Hoverbike alles hinlegen, aber wir sind noch nicht fertig, denn wir brauchen noch mehr Material und zwar einen Sicherungsautomaten, den wir nachher zwischen Lüfter und Batterie klemmen. Außerdem haben wir noch ein paar Kleinteile abgecheckt und eine Crimpzange und jetzt kann's losgehen. Richtig geil. Hier seht ihr, wie so ein Sicherungsautomat funktioniert, beziehungsweise wie man ihn an- und ausschalten kann. Damit der wirklich funktioniert, muss er natürlich noch mit dem Lüfter und dem Kippschalter und dem Thermometer an die Batterie angeschlossen werden. Ja, und nachdem die Kabel da schon mal angeschlossen sind, muss das Ganze jetzt natürlich erstmal durchs ganze Motorrad durchgeschleust werden. Dafür nutzen wir als Hilfe so ein Draht, an den wir unsere Kabel ranbinden und damit die Kabel leichter durchs ganze Motorrad durchziehen können. Danach wird alles noch vorne verkabelt. Perfekt, jetzt da alles verkabelt ist, noch alles mit Kabelbindern schön zusammenzurren und jetzt können wir das Thermometer und das Display testen. Kippschalter an und das Teil funktioniert schon mal, sehr geil und ihr seht, hier in der Halle hat 17 Grad, wenn man mit der Hand rangeht, wird es natürlich wärmer. Geil. Fehlt noch der Test, ob der Lüfter auch funktioniert, dafür baue ich erstmal mit einem Schnipptrick das Hoverbike wieder zusammen und dann können wir den Lüfter anschließen. Nachdem der angeschlossen ist, Kippschalter wieder hoch und dann geht der einfach an. Wunderbar. Wie viel der aber wirklich bringt, messen wir noch kurz mit dem Anemometer, das ihr schon vom Windtest kennt und 6,2, 6,5, 6,6 Meter pro Sekunde, also Windstärke 4, Kippschalter wieder runter. Einwandfrillo, wie der Fachmann sagt. Ich bin mega zufrieden mit dem Ergebnis und wir damit wieder mal am Ende einer Garagengedöns-Folge angekommen. In der nächsten Folge bauen wir uns eine richtig geile Halterung für den Lüfter und es wäre mir eine mega Ehre, wenn ihr wieder einschaltet. In diesem Sinne, bis dahin, ciao!